Jetzt komme ich zum Standort Unterlüß, wo es ja dann auch beim Camp drum geht. Unterlüß ist ein Dorf, ja, in Niedersachsen, in der Nähe von Celle, in der Lüneburger Heide liegt das. Es hat knapp 3500 Einwohnerinnen. Ja, Rheinmetall ist neben der Bundeswehr dort der größte Arbeitgeber in dieser Region. In der Nähe von Unterlüß befinden sich auch die Bundeswehrstandorte Munster und Fassberg. Den Standort Unterlüß gibt es bereits seit 1899, also jetzt seit 120 Jahren. Und das Bild, was ihr da seht, ist die Feierlichkeit. Da gab es einen Tag der offenen Tür 2014. Da waren es dann eben 115 Jahre Standort Unterlüß. Da war dann eben ja, ein ganzes Dorf eingeladen, da die Panzer zu bestaunen. Genau, Mitarbeiterin hat Rheinmetall in Unterlüß über 1800. Ist auch in der letzten Zeit noch angewachsen und ist eben der wichtigste Standort von dem Rüstungsbereich von Rheinmetall. Dort wurde zum Beispiel auch wird weiterhin der Schützenpanzer Puma gebaut. Da wurden 2018 wurde dann der 100. Panzer Puma dort ausgeliefert. Das wurde auch gefeiert mit einem Bratwurstfest und jedes Jahr werden 33 Puma-Panzer in Unterlüß fertiggestellt. Genau, einen weiteren Großauftrag, den ich noch erwähnen will von der Bundeswehr, ist, dass sie 32.000 Sprenggeschosse herstellen, werden auch in Unterlüß produziert. In Unterlüß gibt es neben dem Produktionsstandort auch noch ein sogenanntes Erprobungszentrum, das sieht man hier auf dem Bild auch. Das ist 50 Quadratkilometer groß. Es ist das größte private Test- und Versuchsgebiet in Europa. Und dort können eben nationale oder auch internationale Kunden von Rheinmetall ihr Kriegsgerät testen. Also da finden dann sogenannte wehrtechnische Untersuchungen statt.